Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Die Gilde 3. So, der Wolfgang sollte jetzt gleich eigentlich zurückkommen. Dachte ich. Ich hör doch mal auf, mich immer anzuklicken. Ah, da ist er auf dem Boot. Wollen wir mal gucken, ob wir Stufen was kriegen, wenn wir... Stufenaufstieg, ja, müssen wir gleich mal manuell gucken. Mal gucken, was wir kriegen, wenn der wieder da ist oder ob wir überhaupt irgendwas kriegen. Das weiß ich natürlich nicht. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Oh, macht ja nichts. So, schipper mal ein bisschen schneller. Ich würde mir das gerne ansehen. Er ist unsere linke Hand. So. Der Hafen ist noch nicht ganz in Sicht. Ah, da vorne kommt er, sehr schön. Was kriegen wir denn jetzt als Belohnung? Bin ich doch mal neugierig. Ein Familienmitglied kehrt nach Hause zurück. Anscheinend nichts. Zum Gebäude alles abladen. Oh, hast du geklaut? Tatsache. Ah, das brauchst du aber nicht zum Gebäude bringen. Das kannst du zum Marktplatz bringen. So, was wollte man jetzt machen? Wir wollen noch ein bisschen was freischalten hier. Lass uns doch mal gucken. Einmal hier 35.000 Heimlichkeit. Jo, was gibt's hier? Produktivität. Auch nochmal Heimlichkeit. Achso, da habe ich wieder nicht genug Einfluss für. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Aus dem Weg! Weinkram. Könnt doch nicht einfach so bei mir einbrechen. Gut. Noch irgendwas? Nee, ne? Dann kannst du eigentlich auch wieder nach Hause und dich wieder umziehen. Obwohl, nee, umziehen brauchst du dich nicht. Nee, mach mal so deine Arbeit. Ohne umziehen. So, geh gleich wieder raus, sehr schön. Bin beschäftigt. Wie konnte man denn jetzt eine Feier geben? Kirche spenden? Konfession wechseln? Auslachen, rühmt euch eure Erfolge, das machst du ja alles. Öffentlichkeitsarbeit machen wir derzeit noch nicht. Ich will nur schon mal gucken, wie das geht. Das ist auch alles nichts. Das ist hier nur für Beziehung. Kontrabande. Hier steht es auch nicht bei. Ihr habt die Aufmerksamkeit einer Gilde erregt. Yay, schon wieder die Alchemisten. Ich will nicht zu euch, verdammte Axt. Jetzt nicht bitte. Ich kann hier, ich bin gerade beschäftigt. Ach, du bist vor Gericht? Zunächst wird das Gericht den Kläger zu Wort kommen lassen. Das Gericht wird nun, wie bekennt ihr euch? Ich erwarte natürlich ein hartes Urteil. Er sagt, er ist unschuldig. 2,4 Runden Kerkerhaft. Hiermit ist die Sitzung geschlossen. Ist in Ordnung, kann ich mit leben. So. Ja, wie man jetzt eine Feier gibt, keine Ahnung. Feuer löschen. Muss ich dafür... Ich habe ein Podest, ne? Ich weiß nur nicht wo. Irgendwo hatte ich ein Podest. Oder ist das schon kaputt? Das kann natürlich auch sein. Lagerschrank, Unterschlupf. Muss ich ein neues Podest bauen? Das ist unser Betrieb oder unter... Oh, wir können eine Statue bauen. 100% Produktivität und ein Gebäudeschutz. Dies ist eine beeindruckende Statue eines der mächtigsten Einwohner der Stadt. Eines der mächtigen Einwohner der Stadt, so. 100% Produktivität, ein Gebäudeschutz. Ja, weiß ich nicht. Höher als das Volk, ja, das sehe ich genauso. ich weiß nicht, wo der andere Podest ist. Das ist ein Brunnen. Da steht ein Dieb oder so rum. Ach, guck mal, hier ist das Podest. Und lass uns das mal reparieren. Ich bin gerade verhindert. Oder muss das ein Scherbe machen? Wer bist du? Bist ein Scherbe. Da sehe ich jetzt nichts.
Sache auch nicht. Entführen. Sollen vielleicht mal machen. Kostet zwar 10.000, aber bringt uns 300 Einflusspunkte. Das ist nicht schlecht. Komplett abreißen. Hast du ein Pferd? Nö. Dann komm mal hier zum Herrenhaus. Wie können wir denn jetzt so eine Feier ausrichten? Täte mir mal interessieren. Steht hier auch nicht bei, ne? Arbeiter motivieren. Ach, dafür muss man Gilde der Handwerker sein, ja? Bei Raune ernten geht in der Gilde der Alchemisten. Ja gut, hier können wir noch ein bisschen erhöhen, das ist aber Schwachsinn, brauchen wir nicht. Wie kann man denn jetzt ein Fest ausrichten, Mensch? Das täte mich echt mal interessieren, das hätte ich jetzt gerne mal basishalber zumindest gemacht. Wie lautet der Plan? Du kannst dir ein Pferd nehmen, das ist der Plan. Sobald ich weiß, wo du bist. Ne? Bist du denn? Ach, da oben. Hugo. Wen wollen wir denn entführen? Macht das überhaupt Sinn? Lass uns doch mal hier das Familienoberhaupt entführen. Müssen wir versuchen. Du bist das Oberhaupt. Wird das Lachen noch vergehen? Nee, noch besser. Der Erbe. Wir entführen den Erben. Der Erbe? Das Familienoberhaupt? Was wollt ihr? Familienmitglied, linke Hand. Was? Rechte Hand? Hat er keinen Erben ernannt? Sieht irgendwie gerade nicht so aus. Ein schwerer Schneesturm. Was wollt ihr? Ich habe euch nichts zu sagen. Bist du auch in der Hütte, so wie es aussieht? Nee, bist du nicht. Jetzt müssen wir es wieder hinkriegen, dass wir... Wo sind wir denn hier? Dass wir uns merken, wo wir sind. Ah, hier bei meinem... Diebesheim. Rechts. Gut, dann müssen wir hier hoch. Wir müssen den Schergen auswählen. Ja. Oder nicht? Ihr Scherge. Jemanden entführen. Ah, der muss bewusstlos sein. Okay. Dann machen wir es anders. Dann gehst du mal Wolfgang eskortieren. Und Wolfgang kann dann mal beleidigen. 75%. Oh. Das ist eine akzeptable Chance, denke ich mal. Ich hab die hässlichste Fratze. Das werdet ihr bereuen. So. Ja, wo ist denn dein Scherge? Dass ich irgendwo aufgehen? Ja komm, das schaffst du aber, ne? Beschäftigt. Gut aus. So, dann kannst du mal eben stehlen. Gut. Ihr wisst gar nicht, was ihr. Der Scherge entführen. 78%. 10.000. Weiß nicht, ob das klappt. Keine Ahnung. Was ist das? Ich muss das mal anschauen. Was macht er da? Rutsch weg. Entführt. 312. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Sehr schön, dann darfst du jetzt erstmal wieder so sei es. Bewachen. Den Entführten im Hinterzimmer verwahren.
machen wir das doch mal. Und sobald er damit fertig ist. Jetzt war es früher so, man konnte erpressen, und zwar Geld. Weiß ich nicht, ob sie das noch machen. Ich bin gerade beschäftigt. Du musst jetzt. Ach nee, du musst deinen Liebstoff gar nicht auffrischen. Du kannst gleich wieder hier Ziel und ausschließen gehen. Wie sieht es bei dir aus? Du musst auch nicht auffrischen. Ich kann gerade. Und du hast nichts, ne? Nee. Du darfst dir erstmal. Ups. Jetzt nicht mit. Du darfst dir erstmal Liebschaft aussuchen ja, und. Die Aufmerksamkeit einer mag aber nicht zu den Alchemisten. du darfst dir mal. Hier, guck mal, die sind nämlich auch mit uns befreundet. 15. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ach, schade, die ist in der Schule. 15 noch? Na gut, dann. Jemand unterhält sich. 94%. Wie kann ich euch behilflich sein? War die rosa Munde, dann darfst du erstmal den Rest fertig machen. Du kannst immer auf mich zählen, mein Herz. Egal wie die Umstände sind. Jemand hat unterhalten von 90%. Ich danke euch von Herzen. So. Dasselbe gilt auch für mich. Und du darfst auch gleich weitermachen. Ja. Was gibt es? So. Und du darfst das hier noch machen. Egal wie die Umstände sind. Und du suchst dir gleich noch ein Opfer aus. So, dann kannst du erstmal wieder deine Arbeit nachgehen. Hier bin ich. Und du? Was darfst du hier noch machen? Gänse Trost. Würdet ihr mir einen Gefallen tun? Komm schon. Mach schneller. Leider fehlgeschlagen. Gut, dann wisch mal deine Beziehung noch mal ein bisschen auf. 88%. Ich falle auf eure dilettantischen. Wolltest du mich verarschen? Findest du mich doch sonst so toll? Das hat wenigstens geklappt. Drauf, roter Kuss. Unglaublich. Geht mir aus den Augen. Sie hat sich mir auch angenähert. Ich kann da gar nichts Jawohl. Alleine für. Also ich bin da nicht alleine dran schuld. Boah, 87. Boah, geht doch. Dann darfst du auch deiner Arbeit wieder nachgehen. Und jetzt waren wir gerade dabei. Und führt ein Gespräch. Kam ein bisschen spät die Nachricht. So 15, guck mal, hier ist sie 16. Wo hängt sie denn fest? Ach, die ist on Tour. Auf dem Hof des Monarchen. Guck mal, das können wir doch mit unserem doch auch noch machen, oder? Neun ist er jetzt. Muss noch rausfinden, wie das geht. Dann machen wir das. Kostet aber auch viel Geld, ne? Ich glaube, das war ziemlich teuer. Und das bringt uns nicht unbedingt da weiter, wo wir weiter wollen, ne? Dann lassen wir das mal. Aber wir können mal gucken, wo das denn geht. Na nicht. Das ist zu schlüssigen. Das ist Heimlichkeit. Flöhe freilassen. Ich hab nichts gemacht. Ja, man denn? Spät. Ich hab nichts gemacht. Flöhe. Warum konnte ich Flöhe freilassen eigentlich nicht mehr wählen? In unserem Gebäude. Ich weiß nicht, wie das geht, dass ich den hier zum Monarchen entsende. Moment. Hier nochmal der Stufenumstieg, das habe ich mal wieder verpennt. Charisma auf 14. Und dann wollen wir mal, was ist hier los? Erwartungen hart. Wollen wir noch mal zurück zum Herrenhaus? Haben wir Flöhe freilassen ausgewählt? Nee, ne? Draußen spielen? Nee. Konnte man anscheinend nicht auswählen. Schade. Ich weiß so vieles noch nicht, wie das funktioniert. Mit diesem Fest ausrichten und so. Keine Ahnung.
Oder habe ich das nur... Doch, das habe ich doch jetzt schon freigeschaltet auf Graf, ne? Baron, nicht Graf. Bankett, genau. Ein Bankett geben. Steht das vielleicht irgendwo in den Tutorial drin hier? Buch der Dynastie. Bankett steht hier nicht. Schade. Titel, Talente, Wohnsitz. Du hast Badestube und Salon. Let's Was wollt ihr? Ja, die können wir natürlich erst noch einsetzen. Können wir doch erstmal den Scherben nehmen. Was wollt ihr? Das nehme ich jetzt erstmal wieder. Verstanden. Beschützen. Bankett und Salon. So ist gerade keiner drin, deswegen kann ich wahrscheinlich nicht rein. Badestube und Salon, nicht Bankett. Bankett und Salon. Das ändert aber nichts daran, dass ich keine Ahnung habe, wie ich ein Bankett geben kann. Gut, wir können jetzt erstmal versuchen zu verhandeln. Mit denen. Geiseln. Ich habe eine Geisel von euch, das wisst ihr. Oder auch nicht. Hier wird nicht nichts als Geiseln aufgeführt. Ah, hier Geiseln. Geisel freilassen. Was? Gut, dann müssen wir es nämlich anders machen. Dann müssen wir wahrscheinlich hier jemanden klicken, eine Abmachung treffen. Heiratsanträge nicht. Alles vom Wert. Eine Geisel würde ich dir gerne geben. Beweise. Gegen andere Dynastien. Ja komm, kriegst du mal ein bisschen Beweise. Nee, das nicht. Ist angeboten. Das auch nicht. Die sind ja auch feindlich. Da kann ich die nämlich auch noch anzeigen. Das kannst du... nee, das auch nicht. Das ist ja gegen mich. Alles in Ordnung. Ein ganzer Haufen Beweise, ohne dass wir Beweise gesucht hätten. Und durch die ganzen Liebschaften. So. Und dann hätte ich gerne von dir, weiß ich nicht, was meinst du? 10.000 hat mich das gekostet, ne? 20.000 anbieten. Die Abmachung ist perfekt. Hat geklappt. Sehr schön. Das freut mir. Ich kann gerade nicht. Dann lass uns mal hier wieder. Oh, hast du keine Liebschaft mehr? Ach nee, mit dir wollte ich eine eingehen, ne? Da war ich ja gerade noch am Suchen. Stimmt ja. Bei wem haben wir denn gesucht? Bei denen, ne? Guck mal, die ist jetzt aber 16. Aber die ist noch immer nicht wieder zurück. Die ist auch 16. Die ist noch immer in der Schule. Also in der Dynastie gibt es gar nicht so viele. Die könnte man relativ leicht auslöschen. Ich würde das Lachen noch vergehen. Ich glaube, das machen wir doch tatsächlich mal. Gehen mir nämlich die ganze Zeit schon ein bisschen auf den Sack. Was habt ihr denn? Konditorei? Taverne? Joa, da will ich bestimmt auch irgendwann mal was machen. Das heißt, ihr seid jetzt leider dran. Leidigen. Oh, nur 60%? Egal, kannst ja mal versuchen. Du kannst aber deine Liebschaft derzeit nicht ausnutzen. Du kannst nur das machen. Und du... das machen. Klasse, endlich wieder was zu tun. Kükerekü. Jemand hat euch in der Öffentlichkeit gekriegt, rennt uns mit einem Waffenstillstand. Feierabend. Warum konntest du jetzt nichts machen? Achso, du hast schon gemacht, sehr schön. Ja. Und das hier? Das geht schnell. Das geht schnell, sagt er. Hast du eigentlich Schergen dabei? Ja, hast du. Sehr schön. Können wir nämlich wieder jemanden entführen? Ich weiß noch nicht wen. So, erfolgreich. Ah, wen wollen wir denn entführen?
Hier ist doch gerade jemand Lukratives vorbeigerannt. Da vorne ist er. Hier bin ich. Beleidigen? Ja. 60%? Ich bin jetzt nicht mehr. Ist noch unterwegs. Wollte es jemanden beleidigen, aber dieser jemand ist dir weggelaufen, ja? Euch wird das Lachen noch vergehen. Dann geh halt mal dahin. Stört mich doch nicht. Ihr seht doch, dass ich mir gerade einen Becher Wein eingeschenkt habe. Beleidigen? Ich eil. Ist beschäftigt anscheinend gerade. Geht denn das nicht? Beschäftigt kann ich noch gar nicht. Er ist rot. Er wartet wahrscheinlich gerade auf Behandlung, ja? Oder so. Raus. Das Heilerstube, ja, wartet gerade auf Behandlung, deswegen geht das nicht. Was ist? Ist denn hier auch, nehme ich mal an? Leider ja. Feierabend. Gut, dann mach du erst noch weiter. Ich bin jetzt nicht bitte. Ist sie eigentlich schon wieder raus? Ich würde das Lachen noch vergeben. Ich warne das wieder. Euch wird was? Ich. Also, was ist? Ellie wird gerade behandelt. Selbstverständlich. Wie lange brauchst du denn, um die zu behandeln, ja? Ich 66%. Das werdet ihr bereuen. Oh. Der hat mich gerade angegriffen. Was macht der denn? Oh, der ist auf dem Weg zum Gericht. Der dritte. So. Ohne Fleisch? Dann darfst du mal eben ausholen. Jawohl. Was wollt ihr? Es gibt und du verstanden. Umbringen. Ob sie klappt, keine Ahnung. Ich bin ein Sklave. Aus den Augen. Was? Nee, sieht nicht gut aus. Wolfgang, komm. Wolfgang, versuch du es nochmal. Hier hat es auch nicht geklappt. Jetzt nicht. Ich habe euch. Ihr wünscht mich zu sprechen? Habt ich bin gerade nicht sicher. Hat das jetzt geklappt oder nicht? Wolfgang? Ihr wünscht seid ihr euch der Konsequenzen bewusst? Aber von mir aus mache ich das. Hat euch in der Öffentlichkeit gebildet. Und. Jetzt. Das ist die Erbin von der Schule. Der ist noch am Hof. Die hängt zu Hause rum. Das ist natürlich scheiße, dass die zu Hause rumhängt. Dann können wir die natürlich nicht zerlegen. So. Du wartest auf den Gerichtstermin, dann warte mal schneller. Den gucken wir uns noch an, würde ich sagen. Amt ist unbesetzt. Keins, was uns interessiert. Können wir ja sowieso nicht, ne? Mit dem Bankett ausrichten, könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr wisst, wie das geht. Vielleicht kann ich das auch nicht, weil ich zu unbeliebt bin, keine Ahnung. Oder ich muss erst die Sachen dafür beschaffen, das kann auch sein. Einbruch und Taschendiebstahl. Wie bekennt ihr euch? Ich bin unschuldig. Ja. Nachdem nun alle Beweise vorgetragen wurden, kommen wir jetzt zu Bestrafung der Tod.
Das Gericht erklärt dich schuldig. Oh. Hiermit ist die Sitzung geschlossen. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass die Bestrafung der Tod ist. Ich weiß, dass das geht. Dass es das gibt im Spiel. Aber damit habe ich ehrlich gesagt so gar nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob man dem Urteil beiwohnen kann. Keine Ahnung. So, wollen wir hier nochmal wen entführen? Oder wollen wir erstmal zusehen, dass wir die anderen platt machen? Du hängst da noch im Haus drin. Ich habe euch nichts zu sagen. Was gibt es? Oh, zwei Schergen. Ah, das wird wohl nichts mit zwei Schergen. Nee, das wird nichts. Dann lass uns doch mal... Guck mal, hier haben wir noch gar keinen entführt. Das ist eine etwas größere Dynastie. Ich euch wird das Lachen noch vergehen. Wenn die denn fest? Charisma trainieren. Nervig. Die rennen einfach zu wenig draußen rum. Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache hier erstmal noch ein bisschen weiter und wenn was Spannendes passiert, außer eine Entführung, das haben wir jetzt schon gesehen, wenn was Spannendes passiert, zum Beispiel die Hinrichtung, dann hole ich euch dazu. Ne? Bis dahin, macht's gut, tschüss.